Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute werden wir eine leckere Quiche Lorraine machen. Und wie einfach es doch ist, zeige ich euch jetzt. Als erstes geben wir das Mehl auf unsere saubere Arbeitsfläche, machen eine kleine Mulde rein und dann geben wir unseren Ei dazu. Dann nehmen wir etwas von unserem Salz, dann unsere Butter, die wir jetzt gleich einarbeiten werden. Wie gesagt, die sollte kalt sein. So, und dann können wir jetzt langsam verkneten. Das Wasser brauchen wir erst dann, wenn wir merken, dass unser Teig doch viel zu fest ist. Dann geben wir eben 1-2 Esslöffel Wasser mit dazu. Ja, das kneten wir jetzt so lange, bis wir keine Teigreste mehr auf unserer Arbeitsfläche haben. Und das haben wir ja bald geschafft. So, unser Teig ist fertig. Den geben wir jetzt in eine Frischhaltefolie und packen das Ganze jetzt ins Kühlschrank für ungefähr eine halbe Stunde, aber nicht länger. Und wenn es dann doch länger dauert, dann ein bisschen in Zimmertemperatur abkühlen lassen. So, und jetzt kommen wir zu der Füllung. Und zwar habe ich hier 125 Gramm Speckstreifen. Die Pfanne ist noch kalt, deswegen gebe ich sie jetzt mal mit rein, komplett ohne Öl oder sonst was. Einfach mal hier schön verteilen. Mehr müssen wir auch nicht machen. Dann habe ich hier unseren Lauch. Einfach einen Lauch nehmen. Ich habe jetzt natürlich zwei Hälfte leider. Die äußerste Schicht entfernen, weil hier der ganze Dreck sich befindet. Einfach hier bei dem grünen Teil halbieren. Und dann könnt ihr das einfach so waschen. Wie ihr seht, da ist wirklich sehr, sehr viel Erde und Dreck drin. Ein Tipp noch von mir, wenn ihr gerne Frühlingszwiebel isst, könnt ihr einen Teil gerne damit ersetzen. Jetzt gehen wir folgendermaßen vor. Ich schneide hier die Endstücke weg und dann einfach in dünne Streifen schneiden. Seht ihr schon, wie viel Fett da rauskommt? Deswegen brauchen wir kein zusätzliches Fett damit reinmachen. So, jetzt brutzelt es doch schon. Jetzt können wir unseren Lauch dazugeben. Und einmal umschwenken. Ah, die Farbe sieht doch jetzt schon super aus, oder? Jetzt werden wir ein bisschen salzen, ein bisschen Pfeffer. So, einmal noch mal kurz umschwenken. So, das langt auch schon. Das schiebe ich jetzt einfach mal zur Seite. So, kommen wir zu unserem nächsten Part. Wir machen jetzt diese Ei-Sahne-Masse. Dafür habe ich hier 300 ml Sahne. Einfach hier mit in die Schüssel geben. Ihr könnt auch halbe-halbe machen. Also 50% Sahne, 50% Milch. Allerdings würde ich nicht nur mit Milch arbeiten. Dann werden wir das Ganze wie immer ein bisschen salzen und pfeffern. Aber nur ganz wenig, weil wir alles andere schon gesalzen haben. Und abgesehen von Salz und Pfeffer brauchen wir noch ein bisschen Muskat. Und jetzt kommen die Eier dazu. So, haben wir das jetzt auch fertig. Und jetzt geht es weiter zum Teig. Dafür nehmen wir ein bisschen Mehl und öffnen unsere Teigkugel wieder, die schon abgekühlt ist. Und die werden wir jetzt schön ausrollen. Wichtig dabei ist, dass ihr eine gleichmäßige Dicke habt. So, ich habe hier jetzt eine gebutterte Form. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennt. Auf jeden Fall könnt ihr auch Öl nehmen oder so Trendspray, wie ihr wollt. Und jetzt kommt das Schwerste an der Sache, und zwar das Rüberswitchen. So, und jetzt einfach nur noch schön machen. Wenn ihr Teigreste habt, könnt ihr es natürlich mitverwenden, so dass es eben schön aussieht. Und das, was überlappt, kann ich einfach hier entweder mit dem Messer oder einfach hier kurz mit dem Finger drüber wischen und dann fällt es von alleine ab. So, mit dem restlichen Teig könnt ihr natürlich noch ein, zwei unschöne Stellen vielleicht kaschieren. Aber wenn das so aussieht, dankt das. So, jetzt müsst ihr den Teig nur noch blind backen. Die gute Nachricht ist, wir brauchen keine Augenbinde dafür. Moment kurz. Perfekt. Dafür nehmen wir ein herkömmliches Backpapier. Und dann kommen Hülsenfrüchte oben drauf. Egal, ob das jetzt Linsen sind oder Bohnen. Ihr könnt die alle verwenden.
Es dient nur als Gewicht. Ihr könnt die danach ganz normal weiterverarbeiten. Was mich aber stört, sind hier die Ränder. Das schneide ich mal eben kurz weg. Ja, jetzt kommt es bei 190 Grad Ober- und Unterhitze für 15 Minuten in den Ofen. So, fertig. Ja, jetzt seht ihr, es ist nicht mehr roh. Sieht gut aus. Dann entferne ich mal die Linsen. Wie gesagt, einfach umfüllen, abkühlen lassen und dann könnt ihr das Ganze mal weiterverarbeiten, wie gewohnt. Wieso wir blind gebacken haben, ist aus dem Grund, damit der Teig nicht roh ist, weil wenn der Teig jetzt roh wäre, also in Anführungszeichen roh, wir die Masse dazugeben und dann noch die Flüssigkeit, dann wird es einfach ledrig. So haben wir schon ein bisschen vorgebacken und dann wird es einfach knuspriger. So, dann schieben wir mal alles zur Seite und füllen das mit unserer Masse auf. So, das verteilen wir jetzt schön, dass auch in jeder Ecke, die nicht existieren, was ist. Und jetzt werden wir unsere Eimasse einfach schön drüber gießen. Und wie ihr seht, ist die Auflaufform für diese Mengenangabe wirklich hervorragend. Falls ihr diese Quicheform nicht haben solltet, ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung. Könnt ihr es gerne holen, wenn ihr möchtet. Lohnt sich auf jeden Fall. Sieht eben halt auch schön aus mit dem Rand hier. So, jetzt habe ich hier geriebenen Gouda. Ihr könnt aber auch Emmentaler nehmen oder mischen, wie ihr wollt. Das ist ganz euch überlassen. Und das verteilen wir jetzt mal einfach hier oben drauf. So, das langt auch schon. So, das werde ich jetzt nochmal bei 170 Grad bei Ober- und Unterhitze wieder abschieben. Aber es wird jetzt ein bisschen dauern und ich weiß, ihr habt keine Lust drauf, deswegen... Oh mein Gott, war das schlecht. Naja, jedenfalls sind die 45 Minuten jetzt um. Ich habe zum Schluss noch ein bisschen mehr Farbe gegeben, also ein bisschen höher geschaltet für 2-3 Minuten und jetzt sieht das so aus. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Petersilie. Das werde ich mal grob zusammenschneiden, so als Eyecatcher. So, fertig. Jetzt warten wir einfach, bis es abkühlt. Aber da ihr nicht warten wollt, nee, Spaß, den Scheiß mache ich nicht nochmal. So, jetzt zeige ich euch mal einen Trick. Hier habe ich einen Porzellanbehälter. Jetzt nehme ich einfach die Auflaufform, lege es mittig oben drauf und lasse es einfach los. Und so habt ihr jetzt eure Quiche ohne den Rand. So kann es auch viel schneller abkühlen. So, jetzt nehmen wir einfach ein bisschen Petersilie. Ah, ich glaube, ich habe zu viel geschnitten, aber was soll's. Jetzt lege ich die Quiche einfach auf mein Schneidebrett und werde sie jetzt aufschneiden. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es von innen aussieht. Allerdings habe ich jetzt nicht lange gewartet, also nicht wirklich abkühlen lassen. Es ist auf jeden Fall wirklich noch heiß, aber ich schneide es trotzdem mal an. Ja, kann man nichts sagen, oder? Sieht doch mega lecker aus. Ja komm, bringt alles nichts, ich muss probieren. Mega. So, wenn ich das jetzt noch auf meine Gabel bekommen würde, wäre es... Also mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich habe auch nichts gesagt, aber es ist so unglaublich cremig. Also ihr müsst es auf jeden Fall nachmachen. Ist ein Befehl, okay? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da. Ihr könnt mir natürlich auch ein Abo da lassen, damit würdet ihr mich unterstützen. Und so würdet ihr auch keine weiteren Videos von mir verpassen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, Nachbacken, wie auch immer. Und ja, dann sehen wir uns die Tage nochmal. Bis dann. Ciao.